Hi Leute, hier ist wieder Agent 007 von Clan Libanon Elite und heute präsentiere ich euch das GTA 5 für die PlayStation 3. Ja, lange nichts von uns gehört, beziehungsweise von mir und den anderen Mitgliedern des Clans. Ja, wir sind ein bisschen, jeder ist ein bisschen so momentan beschäftigt mit seinen eigenen Sachen etc. Ja, der Grund, warum ich mich heute wieder melde. Naja, eigentlich wollte ich kein Video machen. Mein anderer Co-Leader, Manu is back, hat mich darum gebetet. Ja, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen zu faul in letzter Zeit geworden, was Videos angeht, etc. Ja, sprechen wir mal zuerst auf Manu, wie ich schon gerade sage. Ist schon interessant. Ich muss schon runterscrollen, bis ich ihn überhaupt finde. Warum, warum, warum? Kommen wir gleich zum Punkt. Warum ist heute Manu die Person im Mittelpunkt? So. Die arme Sau ist seit circa. Ich muss so lachen. Der ist schon seit circa 4 Tagen nicht online. Das heißt, er hat GTA noch nicht gezockt. Und ihr seht gerade, was für ein Avatar er hat. Von San Andreas. Das, ein Spieler da. So. Warum Manu? Ja, Manu ist ein sehr großer Fan von GTA, beziehungsweise von GTA. Allgemein, all jeden Teil eigentlich. GTA San Andreas hat da schon mehrfach durchgezockt. Also, meine ganzen Spieler, Leute, die in meiner Liste sind, spielen auch gerade alle fast GTA. Ja. Naja, Black Ops kann man gar nicht mehr zocken, das Drecksgame. So. Warum ich eigentlich auf Manu komme? Weil, ja, Manu hat, er tut mir leid. Ich möchte ihn mit diesem Video einen kleinen Trost machen, weil er das Spiel noch nicht gespielt hat, beziehungsweise weil er erst am, in ein paar Tagen erst nach Hause kommt, will ich ihm mit diesem Video halt einen Trost machen, dass er halt sieht, was er hier verpasst. Ja, den Hubschrauber hier habe ich gerade freigeschaltet. Naja, mit dem Cheat. Ich spiele ja gerade offline, das heißt, Hack gibt's ja nicht. Das heißt, ich hacke ja gerade nicht. Und man kann es ja. Auf jeden Fall, zu Manu zu kommen. Er ist ein sehr großer, wer ist das, GTA-Fan. Ein sehr, sehr großer, ehrlich. Also ich übertreibe nicht und ich untertreibe auch wirklich nicht. Also wenn ich sage, er ist ein großer GTA-Fan, er ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch einen größeren als ihn gibt. Warum weiß ich das? Warum schätze ich das so? Weil er hatte. Lass ich mal kurz Pause machen. Oder Moment. Ich gehe mal kurz auf meinen Bericht. Ich suche mir das kurz schnell raus. Wo war das? Wo war denn das? So, auf mein Handy habe ich das gespeichert irgendwo gehabt. Manu, 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 Manuel. Ja, jetzt finde ich ihn irgendwie nicht mehr. Ja, hier. So, ohne zu übertreiben und ohne zu untertreiben, er hat auf der PlayStation 2 GTA San Andreas 14 Mal durchgezockt. Krank, ne? Der Junge hat keine Hobbys. Naja, ich will jetzt nicht dissen oder so, aber 14 Mal auf der PlayStation 2 ist schon krass. Und 10 Mal auf dem PC. Ich weiß nicht, was er so in seinen Hobbys macht, aber naja, aber. Wenn es ihnen gefällt, also aber ich zocke allgemein ein Spiel eigentlich eins oder zweimal, aber nicht mehr. Ja. Aber 14 Mal auf der PlayStation 2 ist schon gewaltig. Ehrlich, muss ich schon zugeben. Ich selber würde nicht so viel, nicht so oft, beziehungsweise das Spiel spielen. Das Spiel allgemein spiele ich gerne, aber das so oft durchzuzocken, naja, ist halt, wenn es gefällt, ne? Ja, zu den Themen. GTA, wie ich überall höre, hat sich überall sehr gut verkauft, etc. Also in Amerika, wie ich gestern gelesen habe, ist sich circa 800 Millionen, ne? Also 800 Millionen US-Dollar hat es eingespielt. Ne? Also nur in Amerika rede ich gerade. Ich rede gerade hier nicht von Deutschland, Europa beziehungsweise Asien und so weiter. Ich rede gerade nur von Amerika. In Amerika hat es so viel eingespielt, das ist schon gewaltig. Also
800 Millionen. Und alle schreiben momentan so viel über GTA. Irgendwann macht es keinen Spaß mehr, ne? Wenn man die ganze Zeit nur über das eine schreibt. Ja, aber 800 Millionen ist schon eine große Anzahl. Ja, ich habe gelesen, es hat mich gewundert. Die Leute sagten, dass GTA das teuerste Spiel überhaupt sei. Also für mich, mich hat es gar nicht gewundert. Weil ich kenne ja die, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Sega Dreamcast. Das gab da das Spiel Shenmue. Das war für mich einer der Gründe, warum ich überhaupt die Sega Dreamcast gekauft habe. Leider wurde aus der Sega Dreamcast nichts mehr draus, weil die sind halt pleite gegangen. Naja, sie waren halt nicht so klug und so schlau. Sie haben sich halt eine Fußballmannschaft gekauft. Sie haben hunderte Millionen dafür bezahlt für die Fußballmannschaft. Das war, glaube ich, eine spanische Mannschaft. Ich habe nicht mehr nicht. Und dann haben sie für das Spiel Shenmue, ich glaube, 100 Millionen, 150 Millionen. Ich weiß ehrlich nicht, wie viel sie damals ausgegeben haben. Ja, deswegen, das Spiel hat eigentlich das Spiel hat eigentlich Sega pleite gemacht und all diese Fußballmannschaft, die sie gemacht haben, also beziehungsweise für die sie gesponsert haben. Ne? Ja, und als ich hörte, dass GTA teurer sei, das konnte ich irgendwie nicht glauben, weil. Naja, grafisch ist GTA halt nicht so. Ehrlich, das Spiel ist schön, es macht Spaß, die Story ist gut. Allgemein ist GTA eigentlich ein sehr gutes Spiel geworden, also man kann es halt eigentlich nur loben. Kritik gibt es von mir auf jeden Fall nicht, weil ich selber auch GTA-Fan bin, aber halt nicht so ein großer GTA-Fan wie Manu. Bei Manu geht's schon. Ist schon schlimm, ehrlich. Da kann ich nichts mehr dazu sagen. Ja. Komm schnell, Boss. Ja, ich bin dein Boss. Wohin soll ich kommen? Moment. Ja, auf jeden Fall, es hat mich auf jeden Fall überrascht, dass ich gehört habe, dass GTA das teuerste Spiel aller Zeiten sein sollte, angeblich. Also, so lese ich das. Ich weiß ja nicht. Und es soll sogar Avatar in den Verkaufszahlen, also in den Besuchern und so weiter, also überschlagen haben. Also das heißt, Avatar hat nicht mal so viel, so schnell eingespielt in den ersten paar Tagen oder ersten paar Wochen wie GTA. GTA ist gerade mal seit ein paar Tagen raus. Manche Kollegen, ich möchte ihren Namen nicht nennen, haben das Spiel sogar am Samstag oder Sonntag bekommen. Ehrlich jetzt. Am Samstag oder Sonntag? Am Sonntag, am Sonntag. Am Sonntag hat mein Kollege das Spiel bekommen. Ich war online, ich habe gespielt. Auf einmal sehe ich einen Spieler in meiner Liste, der war der Einzige, der das Spiel hatte. Ich habe ihm gesagt, sag mal, spielst du gerade das Spiel? Lese ich das richtig? Er meinte mir ja. Ich meine, bist du dir sicher? Er meinte mir ja, natürlich, siehst du doch gerade. Ja, ich hab ihn halt gefragt, wie er es bekommen hat. Naja, jemand hatte so einen Game Store. Und deswegen hat er ihm das so gegeben unter dem Tisch. Hat er es halt am Sonntag bekommen, ne? Und dann habe ich, dann am nächsten Tag sah ich auch welche schon am Montag. Aber die anderen hatten das auch am Montag. Normalerweise war eigentlich verboten, haben die eigentlich so gesagt. Es würde so eine Strafe, die Leute würden, die Geschäfte würden eine Strafe bekommen, wenn sie das Spiel etwas früher verkaufen würden. Aber dann haben Saturn und die anderen Läden haben das zum Beispiel am Montag schon verkauft. Deswegen, aber naja. Ja, auf jeden Fall, das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ein sehr gutes, gelungenes Spiel. Also von mir aus gibt es auf jeden Fall keine Kritik, nur Lob. Ja, also die anderen Spielehersteller können sich auf jeden Fall an die Nase packen und solche Spiele mal in Zukunft auch so umzumachen. Weil in letzter Zeit, was von den restlichen Spielern so gemacht wird, etc., ist halt das allerletzte von Triarch, Activision, beziehungsweise, ne? Die machen in letzter Zeit nur Scheiße, ehrlich. Also, ihr müsst auch mal auch denken, ne? Jedes Mal, wenn ein Call of Duty Teil rauskommt, dann kommen zufälligerweise, in Anführungszeichen, zufälligerweise, kommen dann die Cheats raus. Ich glaube ehrlich, und ich bin mir auch sehr sicher, ich habe damals gelesen, einen Beitrag, dass Activision, also die Entwickler von Infinity War oder Activision, solche Spiele verkaufen, ne? Also ich meine nicht die Spiele, sondern die Hacks, die Cheats, die verkaufen die. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie kann das sein, etc. Ich weiß selber nicht, was überhaupt der Blödsinn soll oder der Scheiß soll, dass die sowas machen. Warum die überhaupt sowas machen?
Nur weil jedes Mal ein neues Spiel rauskommt, beziehungsweise dann müssen die, damit die Leute nicht mehr das alte Spiel spielen, müssen die dann so eine Scheiße machen. Naja, also ich kann GTA auf jeden Fall Activision Triage. Wie gibt dich so? Was? Ja. Wie geht es doch zum Laden? Wieso die 10 für einen Rohr um den Schadendämpfer? Okay, ach so. Okay. Was will er? Ach, Schalldämpfer habe ich vergessen. Okay. Okay, let's go, Baby. Ich hab doch 8 Zielfernrohr, oh mein Gott. Schade, Schalldämpfer. Hab ich doch. Ja, was noch? Was ist das? Ja, auf jeden Fall ist es, kehre zurück zum Laden, besorgt dir den Zielfernrohr für das Scharfschützengewehr. Ey, das habe ich doch gerade gemacht, was ist los mit dir? Moment mal. Scharfschützengewehr. Ach, das verbesserte. Okay, und nun? Fertig? Strike auf Squad, okay. Auf jeden Fall, Activision Triage, immer wenn ein neues Spiel von denen rauskommt, machen sie Cheats und verkaufen das oder geben das an irgendwelche Leute umsonst, damit das Spiel nicht mehr spielbar ist, damit die Leute das neue Call of Duty COD Scheiß kaufen, ne? Also ich sag euch ehrlich, COD solltet ihr auf jeden Fall nicht mehr kaufen. Ich empfehle es euch auf jeden Fall. Damit die Spieler, die Hersteller von denen, merken, dass ohne uns nichts geht. Die in ihren Spielen sind so viele Fehler, wie Beschwerden und Beschwerden. Tu mal, ich sehe Hacker. Ich sehe Leute, die boosten. Ich melde die. Es passiert nichts. Wozu gibt es überhaupt diese Scheiße melden? Nützt nichts. Ja, ist für den Arsch. Ihr meldet die Leute und es passiert nichts. Ja, ne, wozu? Der Support, wir sind denen scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Ehrlich, wir sind denen 100% scheißegal. Wären wir denen nicht scheißegal, würden sie sich um uns kümmern. Aber wir sind denen halt scheißegal. Ja? Eins meiner Lieblingsspiele ist zum Beispiel Red Dead Redemption. Da sehe ich ganz genau, was für geile Arbeit sie dran gemacht haben, ehrlich. Ist ja auch von Rockstar, das Spiel Red Dead Redemption. Also ich sehe sehr viele Sachen, die mir hier so gefallen an das Spiel. So, man muss immer snipern. Und die Sniper in COD, wie ich die hasse, oh mein Gott, diese Kids, diese 10, 14-Jährigen. Ich kann die gar nicht ab, ehrlich. Hier, Mann. Ja, ich sehe dich, Junge. Ja, auf jeden Fall, ihr seht gerade, ich bin gerade in einer Mission. Ja, ich habe noch nicht so viel gezockt. Ich zocke das halt auch nicht so viel, weil ich möchte das Spiel auch nicht so schnell durchspielen, weil es ist so schade, finde ich. Naja, man wird es ja nicht sofort durchspielen, aber manche Süchtigen wollen das halt machen. Also zum Beispiel jetzt der Manu, der Freak, oh mein Gott, ich habe vorhin mit ihm telefoniert, über Viper auf dem Handy. Und er meinte mir, dass er das Spiel 2 Tage lang durchzocken wird, ohne zu schlafen. Also der Junge, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich. Krank. Krank, krank, krank. Ich gebe dir mal einen Headshot. Oh mein Gott, weg mit die Lappen. Und jedes Mal muss ich dieses Wort... Immer diese Leute, die Spiele spielen. Einer sagt irgendwas in YouTube auf, die anderen plappern das nach wie Papageien. Oh mein Gott. Das Licht unter dem Wachturm. Ja, das war's erstmal von mir. Ich melde mich dann beim nächsten Video vom GTA. Peace aus, euer Agent 107 vom Clan Libanolite.